Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake 2. Wir sind im Beisaal. So, den gucken wir uns noch eben an und dann komplettieren wir die Handlungstafel bzw. verändern den Beisaal. Aber vorher will ich gucken, ob es hier noch was zu holen gibt. Oh, das sieht nicht so aus. Okay, wir stellen uns mal hinter die Theke. Und gucken uns erstmal das Vorabritual an. Okay, echt viele Plätze. Gut. Nichts Außergewöhnliches hier zu sehen. Dann stellen wir es mal auf verflucht. Ich erkannte meinen Autorenraum auf der Bühne. Wort der Macht, oder hier? Ein Wort der Macht. Wort der Dinge. Setting. Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu, während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle. Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber es gab so viele Masken. Wer er auch war, es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzten, dass er der echte Teufel war. Mr. Scratch als der Teufel. Geboren für diese Rolle. Ich musste Casey dabei zustimmen. Der Teufel. Fuck! Heieiei. Ich wollte mich doch hier nur kurz umgucken. Nochmal.
bevor ich das hier mache. Das triggert doch jetzt bestimmt nochmal neue. Ich änderte die Geschichte und damit auch den dunklen Ort. Das habe ich nicht geschrieben. Scratch verhöhnt mich. In seinem Zimmer wird er wehtun. Alle mit, weil meine Taschenlampe ein bisschen knapp wird. Wächter. Hier auch mal der Teufel. Das war nicht der Ritualtatort, nach dem ich suchte. Es war lediglich der Appetitanreger vor dem Hauptgang. Verstehe. Ja. Yes, Batterien. Er zeigt doch. Er zeigt hier hin. Er zeigt hier hin. Nett. Sehr nett.
anderer Ort, ein sich wandelnder Raum. Ein Ort, der in unzähligen parallelen Realitäten existiert. Manchmal in einer beschaulichen Kleinstadt, manchmal in einer riesigen Metropole. Jedes Mal anders, wenn wir uns auf den Weg dorthin begeben. Und doch, wie der Nachhall eines verblassenden Traums, zeigt er sich uns immer vertraut. Dies sind die Geschichten, die sich dort abspielen. Furchteinflößend, makaber, erschreckend, herzzerreißend, absurd und aufregend. Manchmal all diese Dinge auf einmal. Eine eindringliche neue Staffel mit unglaublichen Episoden, geschrieben von Alan Wake. Ich bin Ihr Gastgeber, Warren Dorr. Und wir sehen uns schon bald in Night Springs. Night Springs ist zurück, das finde ich ziemlich cool. Jetzt sind wir gerade. Haben wir gerade angeguckt. Schon sagen, geht es echt lang. Hammer. Und der Pfeil zeigt euch hin. Aber es geht da nicht lang. Stecher machen. Brenngranaten lagern wir mal ein. Braucht Pistolmunition auch. Ansonsten können wir ja noch alles gut gebrauchen, würde ich sagen. Gleich. Das war der Raum, der zum Proberaum führt. Fuck. Das ist der Proberaum. Die Spur des Teufels ist ja hier lang. Okay. Hier sind, wo sind wir hier? In der letzten Szene. Wir fangen mal mit dem hier an. Okay, das ändert nicht allzu viel. Dann machen wir weiter mit dem Teufel.
Mal trotzdem nicht weiter. Der Teufel schritt durch das Hotel und machte den ganzen Ort zu einer Hölle. Wir sind in der Eingangshalle. Verflucht, machen wir zuerst. Die Geschichte bestimmte die Szene. Eingangshalle auf Verflucht ist schon interessant. Und verstörend. Dann schreiben wir den Teufel rein. Das war der Pfad des Teufels im Treppenhaus, war blutüberströmt. So, wie immer. Kann nicht oft genug speichern. Fragen? Meine Güte. Dr. Darling war das, oder? Jetzt fällt mir gerade so ein. Aus Control. Ja, Alan ist ziemlich verrückt geworden.
Zimmer 206 wäre der Schlüssel Zimmer 209 gewesen. Gehen wir nochmal hin kurz. Wie auch Arti irgendwo. Achso, nee, das ist. Schon gut, schon gut. Gehen nur noch mal kurz in die zweite Etage. Da ist der Schlüssel für Zimmer 209. Und hier ist ein grünes Fragezeichen. Geradeaus rechts. So, ja, da wo ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Falsches Zimmer. Er ist kaputt schießen? Tatsächlich. Wort des Krieges. Okay, jetzt. Ja, das ist der hier. Und Zimmer 206 haben wir noch einen Schlüssel. Für Zimmer 209. Und da haben wir noch ganz viele Behälter übersehen. Meine Güte. Okay, geradeaus weiter. Gleich links, ne? Dann gleich rechts. Hier soll der Schlüssel drin sein. Ach da. Schlüssel für Zimmer 209. Also da vorne. Da ist doch wieder der Tim drin, oder? Jo. Hey Tim. Neue Karte? Ja. Ich war noch nie in New York, aber das ist es jedenfalls nicht. Sie haben schon wieder gesummt? Ja, ich kriege dieses Lied nicht aus meinem Kopf. Ein echter Ohrwurm. Ich höre es im Traum. Ich kenne das Lied, das Sie summen. Das ist das Titellied von Night Springs. Die alte Sci-Fi-Serie? Sci-Fi-Horror-Sammlung. Ich habe sie vor langer Zeit geschrieben. Klingt vielleicht verrückt, aber ich glaube, das Lied hat mit Dor zu tun.
könnte natürlich auch sehr weit hergeholt sein. So, was hat er alles jetzt auf seiner Tafel? Wallendor, wer, wo, warum, Motiv, warum ich? Dor wird seit 88 vermisst. Alter, ist er nicht gealtert? Langlebigkeit. Kein Mensch, Alien, Magie. Onkel Frank hätte bestimmt mehr darüber gewusst, aber er ist tot. Nicht sein richtiger Name, versteckte Bedeutung. Dor hat mich hierher gebracht in diese Traumrealität, also der Talkshow-Host. Die rothaarige Frau, Verbindung mit Dor, ich kenne sie. Woher kenne ich sie? Verändert sich ihre Identität, Verbindung mit Polyedern? Wird sie mich finden? Mal hier. Karte Ocean View Hotel. Hatten wir vorher schon. Okay, in Tims Badezimmer gibt es nichts. Nichts zu sehen. So, jetzt fürchte ich, müssen wir nochmal in den Ballsaal, weil die drei Behälter da kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Direkt hier rechts um die Ecke. Soll da noch einer sein? Ich stehe davor quasi. Wahrscheinlich muss ich die Szene ändern. Scheint sie nicht zu sein. Ach, verdammt, der Teufel hatte ich vorher eingestellt, oder? Die Szene hier änderte sich. Naja. Ah. Na toll. Muss ich erstmal was weglegen hier. Jetzt aber. So, jetzt genau auf der anderen Seite des Tresens noch einer. Hier vorne. Okay, das ist der. Muss ich einmal umschreiben.
nicht. Nee, nee, ich brauche verflucht. Was mache ich denn? Jetzt komme ich da trotzdem noch nicht ran. Teleportiert er mich denn hier immer hin? Ich kann das ja auch nicht komplett zurücksetzen, oder? Ach doch, kann ich doch. Steht hier gar nichts. Okay. Also brauche ich. Ich brauche schon den hier dann. Damit das mir hier überhaupt angezeigt wird. Aber komm ich da trotzdem nicht rein. Doch hier sein, ne? Ja. Hier kann ich die Szene nicht umschreiben. Du bist in meiner Geschichte. Okay, Vorabritual ist es nicht. Was hatte ich eben? Hatte ich eben der Teufel oder verflucht? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist es. So, dann haben wir nur noch den Behälter, den man nicht öffnen kann da hinten. Da ist der Tim. Da vorne ist noch ein Wort der Macht. Kommen wir vielleicht gleich hin. Gehen wir erstmal wieder runter. Alter. Ellen, erschreckt mich doch nicht so. So, bevor wir die Treppe hochgehen, speichern wir nochmal und dann machen wir weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen. Schaltet dann wieder ein bei Alan Wake 2. Mein Name ist Tom und bis dann.